Ein paar Dutzend Fans sind sogar extra auf die Aussichtsterrasse des Linzer Flughafens gekommen. Denn gleich steigen ihre Helden aus dieser Maschine. Der LASK ist wieder zurück in der Heimat. Mit dem Gepäck. Ein 4:1 Auswärtssieg gegen den portugiesischen Traditionsverein Sporting Lissabon. Souverän gemacht, zweite Halbzeit. Also Selbstbewusstsein von der Mannschaft ist riesig. Früher, da hat man zittert, Teufel, jetzt kommt der Ausgleich und wird es noch was und so. Aber da merkst du in der Körpersprache, die glauben an sich. Was für die Anhänger am Ende einfach ausgesehen hat, war für die Linzer ein hartes Stück Arbeit. Der Druck vor dem Spiel hoch, neben dem Einzug in die Europa League Gruppenphase, ist es auch um 3 Millionen Euro Startgeld gegangen. Wir haben gewusst, es ist ein Spiel, es kann alles passieren und wir wollten einfach in die Spiele reingehen und wollten uns nichts vorwerfen lassen, nachher, dass wir nicht irgendwas unversucht haben lassen. Und ich glaube, das haben wir auftreten. Wir sind ja, zu 100% in jeden Zweifel reingegangen, haben alles ausgekaut aus dem Körper. In der vergangenen Saison war erst im Achtelfinale Endstation. Gegner damals der englische Topclub Manchester United. Dieses Mal gibt's den Hammergegner bereits in der Gruppenphase. Mit den Tottenham Hotspurs kommt es zum Duell mit einer absoluten europäischen Spitzenmannschaft, dem Champions League-Finalisten aus der Saison 2018-2019. Nur zum Vergleich, der Marktwert des LASK beträgt 31 Millionen Euro. Jener der Spurs 725 Millionen. So lustig, glaube ich, wird es nicht, aber natürlich, wie man sie mit den Besten messen. Und die sind einfach momentan auch richtige Weltklasse-Spieler. Und wir freuen uns schon auf das Duell. Aber nicht nur die Mannschaft von der Insel hat es in sich, auch der Trainer. An der Seitenlinie steht kein geringerer als José Mourinho. Angst hat der LASK-Trainer aber trotzdem keine. Ja, gut, er hat jetzt länger nichts gewonnen, von daher. Hat ja auch noch ein bisschen Potenzial nach oben. Nein, er ist schon ein hervorragender Trainer, auf den man natürlich aufschaut. Und umso mehr ist es aber für uns, glaube ich, eine riesige Herausforderung, da gute Lösungen zu wählen. Und das macht es so spannend und herausfordernd. Die weiteren Gegner für die Schwarz-Weißen in der Europa League, der bulgarische Meister Ludogorets Razgrad und der belgische Viertplatzierte der vergangenen Saison Royal Antwerpen. Ein schwieriges, aber auch machbares Los, so die Linzer. Mit der Hoffnung, dass es noch öfter in dieser Saison solche Empfänge am Linzer Flughafen gibt.